Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, vom Arsch. Ja, Getreideeinkauf. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Hoffe, dass es keine Fehler gibt. Ja, nö, am Schluss nicht. Ja, jedenfalls, es ist da. Ja, ich habe mal ein bisschen gequält, ich habe das mehrere Versuche gemacht. Ich habe den Hauptspielstand aber so gelassen, wie es ist. Falls es schief geht, ist ja immer noch vorhanden. Habe auch eine Sicherung vorgenommen, wie auch getan. Was ich jetzt brauche, ich brauche Geldkassetten. Ich habe ja aktuell nicht viele. Und ja, einzige Möglichkeit sehe ich dafür, den Hochverkauf zu verbessern. Aktuell habe ich ja nur Gemüse da, also ich glaube Erdbeeren, Gurken, ne Gurken nicht, Salat und das andere Zeug halt, Eier, ja gut, ist noch knapp. Ja, eine Variante wäre Gemüsefabrik. Die wäre aber, mal gucken, wie die aussieht. Dazu müssen wir mal gucken. Bäcker, Brauerei, Brennerei, Düngerherstellung, Eisfabrik, wollte ich eigentlich demnächst, aber Gemüsefabrik, Parameter, groß und klein, ne? Fischer, Fischfabrik, Futterfabrik. Die habe ich aber nicht. Futter XL. Ja, das wäre eher was, was ich machen müsste, aber Gemüsefabrik. Könnte man leisten. Also geht ja um ein Sacken von Kartoffel und Mohn, sehe ich jetzt gerade da. Gibt es da kein Kohl? Nee, Kohl, dann haben wir noch mal hinten noch einen Sack. Kürbisse. Aber Kohl und so müssen wir anders herliefern. Ich muss die wollte ich bauen. Ach, Erbsen. Mohim. Ja. Und zwar, ich weiß jetzt nicht. Glaub. 34. 45. 43. Irgendwie war so ein kleines Feld. Da war eine Mission. Hier. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Und habe ich eingepflanzt, abgeerntet. Also Karotten abgeerntet und es ist flach. Karotten sind weg. Warum auch immer. Habe ich vielleicht was gemacht. Weiß vielleicht genau so. Normal. Ob sie hierhin passt, die Produktion. Darum geht's ja. Kartoffelfabrik. Eine Geschichte. Holzkohle, Glas. So. Das würde auf jeden Fall hier hinpassen. Von der Größe her. Ja. Da wäre eine Zufahrt. Wäre aber zu schade, nicht Fläche, ne? Wird eben und so. Da müsste ich eine andere Fläche kaufen für die bisschen, ja, man könnte man sagen, man eher was machen könnte. Die neuen wäre auch so unpassend vom Fahren her. Die 20 wäre so eine Option, ne? Wo die Größe passen würde, denke ich mal. So. Dekoration nicht. Getreide. Ja, das wird hier schon eher hinpassen von der Größe her. Und wäre auch besser zu fahren, ne? Weil da oben. Man könnte jetzt ja so drehen, dass man da oben in der Schleife fahren würde. Und da wäre auch eine Zufahrt.
könnte man hier. Da oben ist halt Pfahl, alles. Dann könnte man dahinter fahren, ne? Wenn man einen Weg zaubern. Zum Beispiel. Kaufen wir das Land mal, ne? Können wir Kartoffeln mal anfangen? Wir haben ja nicht. Und vielleicht nutze ich irgendwo war mal versuchen, Ziegel einzukaufen. Wenn das gehen würde. Also Zwiebeln? Nee, das geht nicht. Standardfrüchte. Karotten vielleicht. Vielleicht gibt es jetzt welche zu kaufen. Und von allgemeinen globalen Markt jetzt meine ich jetzt. Ob da jemand anderes, woanders in der Welt hier, ne? Das mal gemacht hat. Verkauft hat. Das weiß ich aber nicht. So, 20 kaufen wir. Ist auch, ja, 100% ist schade, aber gut. 31 kaufen wir auch gleich mal. Das verkaufen, das haben wir schon. Okay. Aber was jetzt weiß? Das schon uns gehört. Achso, wenn ich es anklicke, ist blau. Ist immer blau. Gut, das gehört uns schon in der Ecke. Was viele kostet? Nee. Es war jetzt etwas ungünstig von der Zeit her. Ich könnte es hier in die Ecke knallen. Und vielleicht können wir noch was andere Sachen da oben hinbauen. Wo ich ein bisschen Platz lassen, dass die Fahrzeuge vorbeifahren können. Ist das eben? Geh von aus, ne? Gut, haben wir es. Erstmal prophylaktisch, ja, mal gucken, ne? Zaun. Warum muss hier ein Zaun sein? Na, da kann man doch theoretisch auf den Zaun verzichten. Also in echt wäre es so, da würde man im Prinzip das Gebäude an Zaun anfest machen. Also hier einen Pfahl hin und dann ist gut. Weil am Zaun am Gebäude kommt eh keiner rein. Und wenn, ist ein Zaun ein Hindernis. So, hier haben wir die einzelnen Buchsen. Also Kartoffeln ist da nicht Symbol, aber hier irgendwo ein Symbol Kartoffeln. Hier sind Karotten. Ja, und dann, was brauchen wir noch? Kartoffeln, also Gemüse. Mal Kartoffeln haben wir zuerst. Hier Wasser, ist klar. Müsste man jetzt mal eine Ladung herbringen. Das wäre das Einfachste. Und was haben die alles Schönes? Ja, die anderen Sachen halt, ne? Ja, aber ich muss halt mal sehen, dass wir erstmal was anderes weitermachen, ne? Und hier kriegen wir was anderes raus. Bestimmt irgendwelche Abfälle. Ja. Gut. Steht das mal. So. Was ich noch machen wollte. Hier muss ein Weg gezaubert werden, ist klar. Aber alle Fahrzeuge starten, ne? So. Den müssen wir irgendwann ins Hof zurückbringen. Hier geht's auch. Silage. Gut, hier waren Probleme mit dem Baum. Ich ein bisschen helfen. Kann er nicht rückwärts fahren. So. Erstmal hier, dass er da reinschmeißen kann. Ich das mache, ne? Chef arbeitet selber. Der Verlust nicht ganz so extrem. Aber da geht ein Zeug. Noch Gemüse Mais. Fällt mal so ein, aber ist aber wird anders geerntet. Ne? Also das wird jetzt nicht so gehäckselt wie jetzt hier. Auch nicht mit dem Drescher. Das wird grün geerntet irgendwie. Und dann wird das irgendwie, keine Ahnung, also anders. Arbeitet was anders, ne? Ja, die erste Runde muss ich mitfahren. Also muss ich fahren. Ja, es ist ja jetzt nun die Zeit Richtung Ostern, ne? Karfreitag. Werde ich nichts machen.
mir nicht bekannt hat, und das nochmal gemacht wird. Freitag Grüße und so. Ostern, Samstag und Sonntag. Samstag ist ja kein Ostern, aber Montag und Sonntag. Wenn ich es vergessen sollte, ja. Verzeiht. Ich bin da ein bisschen vergesslich. Wird ja Ostern nicht da sein, also da auch eingeschränkt mit Kommentaren beantworten. Also alles andere, was ich weiß, kann ich machen per Telefon. Links dergleichen wird schwierig über das Telefon, weil ich die Quelle nicht zugreifen kann und nicht so gucken kann, wie ich das möchte. Also nachgucken wie am PC. Ja, ansonsten ganz normal. Was ich aber machen werde, ist, ich habe vor. Folgen voraus aufzunehmen. Also das kann sein, dass jetzt irgendwelche Änderungen kommen, die ich dann nicht aktuell mitbekommen werde. Also in der Aufnahme. Das ist dann halt so. Und zwar recht viele Aufnahmen voraus, weil ich ja praktisch Ostern nicht da bin. Da selber nichts machen kann. Ich gönne mir also frei, aber ich muss halt entsprechend, wenn ich das die Folgen veröffentlichen will, halt immer schön fleißig aufnehmen. Ne? Das heute schon versuche ich 14 Folgen aufzunehmen. 14 Folgen. Also versuchen. Ne? Ich hoffe, das klappt. Und morgen 14 Folgen. Und dann in der Woche auch 14. Damit ich nächstes Wochenende die Folgen schon aufnehmen kann. Die Woche nach Ostern. Also nach Ostern, das war da schon noch nächste Wochenende drauf. Aber halt, dass ich das hochgeladen habe schon, dass ich Ostermontag und Ostern, den Dienstag nicht. Da stellen sich hin die Bude. Aha. Und na, komm jetzt nicht drauf. Lenkung geht ja nicht. Also kein Widerstand. Warum nicht? Ganz was Neues. Bei 12, ja, da muss ich ganz kurz nachher spielen, auch noch speichern. Und nochmal an, ne? Vielleicht kommt denn dann. Ist ja so, ne? Und zu viel, zu schnell. So, ich war's voll. So. Dann schicken mal. Fahren wir vorbei und dann geht's die Richtung auch. Ist das die Richtung überhaupt? Nicht, dass er noch nicht fahren will. Neutrale Spur. Und vorbei. Wird Nachbarfeld, das eigene wäre ungünstig. Später kann man das eigene Feld fahren, wenn die Frucht da ist. Aber normalerweise wird sowas nicht gehen. Da wäre es die Orte. Geht ja immer auch darum, dass die Bodenverdichtung dann da ist. Ne? Terra Life wäre so eine Option, die sowas bearbeiten würde, aber ob das rauskommt, bisher habe ich davon nichts gehört. Und das wird auch nichts für den 25er werden, weil es einfach zu spät ist. Also das wäre dann eher was für ein, ja, wenn es die Reihenfolge so sein würde, ja. Ja. 28, 29, also nach 3 Jahren wieder. Vielleicht auch nach 4 Jahren, man weiß es nicht. Man soll soweit nicht in der Zukunft schauen, das wird so nichts. Ja, jetzt überlegen, jetzt kommt er schon nach das Wochenende. Also, wenn heute die Folge kommt, dann werden es vielleicht schon ein paar Informationen geben, und zwar vielleicht 25er. Gab es vielleicht schon gestern, ne? Sonntag, Samstag, Freitag. Es gibt ja so eine Messe. In den USA,
Fragt man nicht nach Stadt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Warum fährt er so schnell? Und der andere so langsam. Haben wir es eingestellt? Nö, ist 28. Also könnte schon teuer fahren. Ja, und dann gibt es vielleicht schon Informationen. Also ich denke mal, dass gestern welche gekommen sind. Also Sonntag oder Samstag schon. Ich kann mal reinschauen. Die werden ja alle auch da sein, denke ich mal. Die ganzen Manager und so, die das für alles so für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich meine, das ist schon Stress, ne, wenn man fliegen muss. Ist ja für die Arbeitstag, ne? Also da wird ja alles bezahlt, ne? Aber das machen die mit Berechnung, das ist, ja gut, kann man verstehen. Das ist ja auch ein großer Markt, ne? Ja, wenn sie mehr verdienen, dann können sie auch mehr investieren, ne? In zukünftige Projekte. Ja. Aber wie gesagt, noch Lenkrad aktivieren und das wieder funktioniert. Dann muss ich noch ein bisschen Gras mähen, das ist auch noch nicht ganz fertig. Ja, dann haben wir drei eigene Felder noch, muss ich mal sehen. Eins haben wir auf jeden Fall noch fürs 13, werde ich wahrscheinlich nehmen. Für das Silo, dass wir da was reinbekommen. Und jedenfalls gab er jetzt die erste Impression Gerüchte für die 4090 von der Leistung her. Die sollen noch mal 70% Leistung bringen, wie jetzt die 4090, ich sag mal, das schon der Hammer. Ich meine, für den LS ist meine Grafik gerade nicht ausgelastet. Aktuell 50-53% bei maximaler Belastung. Aber es gibt jetzt auch ein Update von Microsoft über DirectX 12, dass der Prozessor entlastet wird, dass da mehr. Aber ob das schon für mich öffentlich ist, das weiß ich jetzt nicht. Also jedenfalls, das soll wohl auch kommen oder ist schon da. Ist eine Verbesserung. Diese scheiß Windräder hier. Für mich ist das nichts. Für mich ist das hier Investmentruin. Lebensdauer von 20 Jahren. Da könnt ihr euch vorstellen, ein Kraftwerk hat normalerweise ja viel, viel länger, ne? Du Trampel, wieso machst du so einen Scheiß? Und die Platz machen hier. Ja, wird blockiert. Ja, so ist das, ne? Wenn die KI macht, das, was sie soll. Und nicht, was nötig wäre. Ja, mit der KI ist auch so ein Ding, ne? Der Börsenkurs von Nvidia ist ja auch in eine Höhe geschossen. Weil die auch noch nebenbei das machen mit KI-Berechnung und so. Da ist ein Hype drauf. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es einstürzt, dieser Hype. Jeder Börsenkurs, der überwertet ist, fällt irgendwann auch wieder. Das ist ja halt so. So, wenn der voll ist und wegschicken können, dann geht das. Schicke euch nachher. Na, ist so früh. Ich weiß. 12 Uhr. Ich überlege auch darüber nach, ob ich die sende. Obwohl das ja auch Quatsch. Ich lasse das mal so. Weil die höchste Einschaltquote beim LS ist normal bei mir
In der Regel abends, ne? Also ab 16 Uhr ungefähr. Ja, warum das so ist, keine Ahnung. Da steht mitten drin, ne? Aber ich habe auch nicht eingestellt, wenn man zu sagen. Also das kann man sich ersparen, wenn man nicht so weit ist, ne? So. Gut. Soll ich ja das Sonnenspruchpalais gewesen sein? Ja, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Und schon Dank, dass ihr reinschauen. Tschüss.